Die Waadtländer Alpen mögen vielleicht nicht ganz so bekannt sein wie das Wallis oder das Berner Oberland, aber die Berglandschaft ist auch hier einzigartig. Les Diablerets, oder zu Deutsch die Teufelshörner, zählen zu den beeindruckendsten Gebirgszügen in den Waadtländer Alpen. Das rund 3000 Meter hohe und vergletscherte Gebirgsmassiv ist besonders wegen seiner steil abfallenden Felswände so spektakulär. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand am Nordfuß des Gebirgsmassivs der Luftkurort Les Diablerets. Anfang der 60er Jahre begann man mit der Erschließung des mystischen Gebirgsmassivs der Teufelshörner. Vom Passübergang zwischen Les Diablerets und Gstaad, dem Col du Pion, erfolgte die Erschließung mittels einer Kabinenbahn und einer steilen Pendelbahn zur Cabane des Diablerets. Zwei weitere Luftseilbahnen von Reusch über die Oldenegg endeten ebenfalls an der Cabane. Von hier aus führt seit 1964 eine dritte Sektion Luftseilbahn zum Serrouge. Damit hatte man zwar ein beeindruckendes Netz an Seilbahnen bis in knapp 3000 Meter Höhe geschaffen, doch als skitauglich erwies sich das Gelände nur bedingt. Die einzige Abfahrt vom Gipfel führte über den Glacier de Saint-Florent und den Oldensattel hinab zur Oldenalp. Um von hier aus überhaupt wieder in das restliche Skigebiet zurückkehren zu können, wurde die Firma Habeger mit dem Bau einer Einersesselbahn zur Oldenegg beauftragt. Diese Anlage stellte einen reinen Rückbringer ohne eigene Abfahrt dar. Erst mit dem Bau eines kurzen Puma-Schlepplifts 1983 konnte auf der Oldenalp auch eine Anlage für Wiederholungsfahrten erstellt werden. Ende der 90er Jahre wurde das komplette Skigebiet mit neuen Seilbahnen bestückt. So wurden auch die Einersesselbahn und der Puma-Schlepplift 1998 ersetzt. Als neue Anlage fungiert seither eine kuppelbare Vierersesselbahn der Firma Doppelmayr, die die Oldenalp mit der Oldenegg verbindet. Sie verläuft auf nahezu der gleichen Trasse wie die Vorgängersesselbahn und erschließt wiederum keine eigene Abfahrt. 83 Meter beträgt die Höhendifferenz zwischen Tal- und Bergstation, wobei der höchste Punkt der Strecke allerdings schon vor der Bergstation erreicht wird. Für die knapp 750 Meter lange Strecke benötigt die Bahn bei 4,5 Metern pro Sekunde weniger als 3 Minuten. Als Besonderheit sind die sehr kurzen Stationen zu nennen. Dank ihnen ergibt sich beim Einstieg ein regelrechter Katapultstart. Ebenfalls aus dem Jahr 1998 stammt die Sesselbahn von der Oldenegg zur Cabane des Diablerets. Wie der Name bereits erahnen lässt, überquert die Anlage die Sprachgrenze zwischen den Kantonen Bern und Waadt. Als einzige der in den 60er Jahren gebauten Pendelbahnen erschloss jene auf dieser Teilstrecke eine Piste, die für Wiederholungsfahrten geeignet war. Die mittelschwere Abfahrt von der Cabane über den Martisberg zur Oldenegg erfreute sich stets großer Beliebtheit. Aus diesem Grund erscheint es nicht allzu erstaunlich, dass diese mehrheitlich von Skifahrern genutzte Sektion durch eine Sesselbahn ersetzt wurde. Drei markante Fachwerkstützen besaß die Pendelbahn der Firma Habeger, die neue Sesselbahn benötigt deren 20. Auch sie stammt wie ihre Schwesteranlage an der Oldenalp aus dem Hause Doppelmayr, weist aber doch einige erhebliche Unterschiede auf. So besitzen die Sessel Wetterschutzhauben und auch die maximale Fahrgeschwindigkeit ist mit 5 Metern pro Sekunde etwas höher. Daraus resultieren längere Stationen und aus Platzgründen erfolgt der Einstieg in der Talstation im 90-Grad-Winkel. Mit 1400 zu 1200 Personen pro Stunde weist die Anlage zur Cabane auch eine etwas höhere Förderleistung als ihr Pendant an der Oldenalp auf. Die Strecke ist durchwegs spektakulär. Nach einem steilen ersten Anstieg folgt ein abschüssiger Verlauf in ein kleines Tal, das nach rechts steil in Richtung Reusch abfällt. Nach einem erneuten steilen Streckenabschnitt folgt ein etwas flacherer Bereich, bevor die Steigung vor der Bergstation noch einmal deutlich zunimmt. 2,3 Kilometer und rund 600 Höhenmeter werden letztlich überwunden, bis die Cabane des Diablerets erreicht ist.